Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Ich bin gerade auf dem Weg zurück ins Sterntal. Shit. Genau. Da haben wir ja noch eine Quest zu erfüllen. Beziehungsweise Hauptstory zu erfüllen. Denn wir müssen auf den Sternengipfel oder so. Ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt. Oder Pippergipfel? Pippergipfel hieß es, glaube ich. Ja. Da werden wir wahrscheinlich den letzten Tempel und Stern befreien. Also den letzten Tempel haben und den letzten Stern befreien. Wahrscheinlich. Irgendwie so wurde das ja erwähnt. Wir brauchen jetzt aber einmal einen Deckel. Hier haben wir doch einen. Kann ich mir den klauen? Oder mit wem muss ich jetzt reden? Wir haben doch auch irgendwo... Warte mal ganz kurz. Brief. Im Sternteil an Frosty. Aber das ist... Ah, das ist der Todd da ganz hinten, oder? Das ist nicht der hier. Nee, ich glaube, das ist der halt wirklich ganz hinten im Sterntal. Den habe ich jetzt übersehen. Da muss ich nochmal hingehen dann. Wir brauchen irgendwo einen Deckel für einen Schneemann. Die Frage ist, wo kriegen wir den jetzt her? Muss ich mit den Pinguinen reden, oder... Wie machen wir das? Ich gehe mal kurz zum Bürgermeister. Oh ja, Quizzo! Es fehlen ja nur noch 100.000 Fragen. Let's go. Ja, die Fragen sind halt nicht schwer, oder? Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Fragen drankommen, die wir schon mal hatten. Frosty ist das. Bam. Korrekt. Gratulation. Hier ist dein Sternsplitter. So, wie vielte Frage ist das jetzt? 11 Fragen, Alter. Das heißt, es fehlen noch 53 jetzt. Ihr habt 64, habt ihr gesagt, ne? Alter, das ist halt ein Gefarme einfach nur. Ah, Mann. Hier ist auch einer. Nimm doch einfach den Helm hier von ihm. Ich brauche einen Deckel. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich jetzt einen herbekommen sollte. Oh, Mario, was im Sternteil? Hast du Merle getroffen? Ausgezeichnet. Was? Er hat gesagt, ein Gegenstand, der diese Stadt übergeben wurde. Ach ja, da war doch mal was. Ein Moment, es muss hier irgendwo sein. Oh, hat er den echt? Ja, er hat einfach den Eimer. Ja, ich hab's. Hier ist es. Lol. Ein Eimer des Bürgermeisters von Pippa City. Dieser wunderbare Eimer wurde in unserer Stadt von einer Generation an die nächste weitergegeben. Merle muss dir gesagt haben, dass dieser Eimer eng mit einer Legende verknüpft ist. Wenn du ihn zusammen mit dem fabelhaften Schal richtig einsetzt, wird sich der Weg zum Kristallpalast öffnen. Wer weiß schon, was das alles zu bedeuten hat. Haha. Ich habe jedenfalls nicht die leiseste Ahnung. Hört sich an, als wären die Sternenkinder im Sternteil in Schwierigkeiten. Ich hoffe, du gibst dein Bestes für die kleinen Racker. Sie sind immerhin noch Kinder. Ich wünsche dir viel Glück. Danke, ciao. Blöde Kuh. Ihr wisst, was ihr getan habt. Hat. Okay. Dann sind wir ja auch fertig. Wenn ich was vergessen haben sollte, schreibt's gerne. Aber ich glaube, ich habe hier auch alles ziemlich gut erkundet an sich. Dementsprechend, ich würde jetzt nochmal zum Sternteil gehen und da den Brief schnell abgeben. Möglicherweise kriegen wir dann unterwegs auch noch ein Level ab. Denn hier haben wir jetzt nochmal so krasse Gegner. Also in Anführungsstrichen krass, aber die geben halt relativ gut Erfahrungspunkte. Dementsprechend mache ich die eigentlich ganz gerne. Und dann, ja, dann können wir wahrscheinlich zum nächsten Dungeon aufbrechen. Ne? Das müsste ja dann einfach hier durch sein. Und dann hoffe ich mal, dass wir da gleich beim Dungeon sind. Das ist dann der vorletzte Dungeon. Wahrscheinlich Boss-Dungeon noch. Mit Bowser und so. Jo, ihr seid doch perfekt. So, pass auf. Dann machen wir erstmal den hier. Bam, bam. Bam. Schön 6 Schaden reingeballert. Und dann wechseln zu Bombette. Und dann wird hier nochmal schön weggesprengt, Alter. Oh, hast nicht geschafft. Bap, 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 bap. So, ein Level up für uns. Die Frage ist, KP oder BP? Ich bin ja immer noch BP-Freund, ne?
Wir machen KP. 30-30. Wir machen immer abwechselnd jetzt, würde ich sagen. Was ist das Maximum, was man erreichen kann, Leute? 50? 50 auf beidem? Ist das Maximum, was ich machen kann? Bam. Bam. Du, 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 du. Macht auch 5 Schaden immerhin, ne? Und Bette ist halt echt ein Damage-Dealer. Shit. Du, 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 du. Ja, perfekt. So, das nehmen wir alles mit hier. Let's go. Und dann nochmal kurz ins Sternental zum Todd wahrscheinlich, ne? Ist es der, der vor der Tür steht? Hello? Achso, warte, warte, warte. Ich brauche ja Paracarry. Hello? Okay, das ist er nicht. Bist du der Todd? Jetzt nicht? Ist er auch nicht. Ich schlaf mal kurz. Da müssen noch mehr Todds hier rumstehen irgendwo, glaube ich, oder? So, haben wir denn hier... Da ist noch ein blauer Toddy. Hi. Bist du der Richtige? Auch nicht. Und hier haben wir auch noch einen. Komm, du bist es aber, oder? Ja, Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst. Okay. Und wieder wurde ein Brief zugestellt. Oh, vielen Dank. Oh, wie schön. Ein Brief von Dane T und Mini T. Diese kleinen Rabauken. Jedes Mal, wenn ich sie besuche, haben sie gerade etwas ausgeheckt. Sie schreiben mir sehr oft. Es ist schön, Post zu bekommen. Ein Brief von den beiden macht mich genauso glücklich wie Post von meiner Familie. Was hätte ich jetzt vergessen? Ich muss ja einen Brief abschicken. Würdest du bitte diesen Brief an Gumpapa in Gumba vorzustellen? Eigentlich geht er ja an Gumbaria, aber ich glaube, ihr Vater kann ihn besser erklären. Bring ihn bitte vorbei, wenn du gerade in der Gegend bist. Vielen Dank. Schon wieder. Post. Okay, was haben wir jetzt gerade noch für Briefe? Wir haben jetzt noch Minz Tea in Todtown. Wer war denn das? Oh Gott, ich glaube, das wurde uns schon mal erklärt, wer das ist. Aber ich hab's vergessen. Egal, wir machen jetzt erstmal Story weiter. Würde ich sagen. So, zack. Alles schön ignorieren hier. Und jetzt gucken wir mal, welcher Pfad sich öffnet. Let's go. Ein cooler Eimer, vielen Dank. Ein warmer Schal, vielen Dank. Du bist ein sehr netter Mann. Wir sind dir Dank schuldig. Als Belohnung für deine Großzügigkeit verraten wir dir unser Geheimnis. Wir können tanzen. Jetzt spaltet sich der Berg. Ne, der fährt nach oben, na klar. Der Berg fährt nach oben. Alter. Ja, krass. Bitte tritt ein. Mit herzlichen Dank und Glückwünschen von den Schneemännern. Ja, cool. Ich bin gespannt. So, erstmal saven. Let's go. Oh Gott. Da komme ich nicht rüber, oder? Bam. Bam. Alles klar. Okay, das ist er. Zack. Let's go. Erster Angriff erfolgreich. Okay, da haben wir auch wieder eine ordentliche Brigade. Ich will mal was ausprobieren, und zwar... Ich will mal Cooper nehmen und mit seinem Feuerpanzer durchsausen. Ich will mal gucken, wie viel Schaden der macht, weil das ja Eisgegner sind.
ob das jetzt speziell krassen Schaden macht. Greift alle Bodengegner mit einem brennenden Panzer an. Drücke so schnell wie möglich nach links. Es hört sich halt sehr krass an, finde ich. Okay, ich habe es nicht ganz aufgeladen geschafft. Das heißt, es hätte bestimmt nochmal einen Schaden mehr gemacht. Und noch ein schöner Multijump. Mist, der hat überlebt. Boah, macht gut Schaden, ey. Aber ich glaube, da gefällt mir Bombette trotzdem besser. Gibt immer noch gute Erfahrungspunkte, muss ich sagen. Nice. Zack, 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 zack. Bisschen Kohle. Und weiter geht's. Ah. Wieder drei Stück. Okay. Aber Bombette ist halt trotzdem stärker. Macht aber auch... Komm, ich mach mal Sternsturm. Let's go. Dum, dum, dum. Müssen wir auch öfter mal einsetzen, den Sternsturm, ne? Ich denke schon. Macht der immer 7 Schaden? Der macht immer 7 Schaden, ne? Der geht auch durch Verteidigung durch, glaube ich. So. Achso, das war ja von Mario jetzt der Angriff. So, und dann Feuerpanzer. Oh, der ist schwer auf 100% zu kriegen. Finde ich. Ist nicht meine Disziplin, schnell nach links zu drücken. So. Ach nö. Nicht schon wieder. So, einmal ignorieren wir den. So, dann haben wir hier einen Block. Achso, ich müsste mal mit What wieder ein bisschen rumrennen, ne? Aha. Ist das? Ultrapilz. 50 KP. Ja, nice. Nehmen wir mit. Okay, es geht rüber und es geht runter. Da ist ein Schalter. Kann ich den drücken? Mit Koopa? Jo. Und da kommt hier auch was hochgefahren. Hä? Hä? Nein! Was ist mit meinen Augen los? Du siehst genau wie ich aus. Schwindler, wer bist du wirklich? Sag mir deinen Namen. Ich bin Cooper. Ja, so ist es. Die Frage lautet, wer bist du? Was? Das ist unmöglich. Ich bin der einzig wahre und echte Cooper. Du faselst Amok. Amok? Das gibt keinen Sinn. Ich bin der echte Cooper, ehrlich. Komm schon, Mario, du kennst mich. Der Kerl lügt. Ich lüge nicht. Mario, du weißt, dass ich Cooper bin, oder? Erkennst du deinen Kumpel nicht? Halt die Schnauze, Jungchen. Ich bin sein Kumpel. Ja, so ist es. Grrr, du solltest hier die Schnauze halten. Ich bin sein Kumpel. Hör zu, Trottel. Mario, du musst herausfinden, wer von uns beiden lügt. Finde den Lügner und verpasse ihm eins mit dem Hammer. Gut, ja, das finde ich gut. Komm, du glaubst damit durchzukommen. Dann hast du dich geschnitten. Ich weiß, dass Mario weiß, wer ich bin. Ich glaube an dich, Mario. Ganz klar. Alter. Autsch. Wie hast du mich durchschaut? Wie hast du mich durchschaut? Der hat mich beleidigt. Hä? Logisch. Das muss ein Glückstreffer gewesen sein. Niemand verfügt über so gute Instinkte. Hör auf zu heulen. Du hast verloren. Hast du dir dabei eigentlich gedacht? Was? Halt die Klappe. Jetzt bin ich dran. Okay, die kennen wir auf jeden Fall noch nicht, die Typis. Mitglied wechseln. Gubario. Erstmal scannen. Let's go. Was ist das? Das ist ein Dupligeist. Sie verkleiden sich gerne als seine Freunde. 15 KP, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Du wirst sie selten ohne Verkleidung sehen. Es scheint, als wären sie ohne Verkleidung generell stärkere Gegner. Ohne Verkleidung? Okay. Ne, die haben halt viel KP, aber ansonsten... geht das eigentlich klar. So, zack. Ah, okay. Aber ist das jetzt ein Angriff von denen, dass sie sich duplizieren? Ja. Ich meine, der macht ja nicht so viel Schaden. Gumbario ist ja der am wenigsten geskillt ist von unseren Typis.
geht voll klar. Könnte halt ein Problem werden, wenn da irgendwie Bombette oder so am Start ist. Dann gibt's Explosionsschaden und en masse. Aber ansonsten, so sind die ja. Kein Problem, ey. Easy Gegner. Tschüss. So, war das jetzt storyrelevant hier? Oder? Ich glaube schon, ne? Ich muss, glaube ich, für Bonusinhalte erstmal unten lang. Jo, da ist ein Stein. Ein Kiesel. Ein gewöhnlicher Stein. Wirf ihn nach einem Gegner. Toll. Hä? Okay. Gibt's da jetzt einen tiefgründigeren Sinn, dass ich einen Kiesel bekommen habe, oder? Ne? Boah. Auch neue Gegner. Die Weisen hatte ich noch nicht. Okay, warte, Scanner. Zack, let's go. Das ist ein weiser Klupper. Sie kommen in kalten Gegenden vor. Wer weiß, warum sie hergezogen sind. 12 KP, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Manchmal greifen sie mehrmals hintereinander an. Oh. Sie sind sehr stark. Es muss nicht leicht sein, so große Keulen zu schwingen. Eisattacken zeigen bei ihnen keine Wirkung. Setz Feuer ein, wenn du welches hast. Dafür brauche ich Feuerschuhe. Ja komm, wir machen den einen als erstes weg. Zack. Hä? Okay. Interessant. So, und jetzt vielleicht noch ein kleiner Flächenangriff, oder? Mit Cooper. Ja, einfach mal ein Powerpanzer rein und let's go. Dim, dim, tiu, bau. 4 Schaden, reicht, Digge. Tschü. 4 Erfahrungspunkte, naja. Kann man machen. Muss man aber nicht. So, zack, zack, zack. Rechts oder links? Ich glaube links, ne? Links für Bonusinhalte. Jo, da kann ich nochmal upgraden. Wen create ich denn ab? Ich habe nur noch Gumbario, ne? Ja. Cool. Dann sind erstmal alle auf Max. Ich denke, Luigi gibt's später auch noch, oder? Und den können wir dann bestimmt auch noch zweimal upgraden. Könnte ich mir denken. Wer weiß. Okay, alles klar. Aber schön. Dann sind die erstmal alle hochgestuft. Das gefällt mir. So, warum haben wir da so ein Ding? Möchtest du Stern mit herausnehmen? Ja. Du kannst leider kein weiteres Item tragen. Oh mein Gott. Dann esse ich halt einen Trockenpilz. Passiert doch irgendwas, oder, wenn ich das mache? Ah, dafür ist der Kiesel da. Verstehe. Ja, okay, aber ich muss es ja nicht rausnehmen. Habe ich noch irgendwelche sinnlosen Items, die ich jetzt nicht unbedingt brauche? 10 BP. Das Tarngel werde ich dann, glaube ich, reintun. Ich esse mal das hier. Kommt da noch mehr? Ja, Blitz. Ich glaube, Blitz nehme ich mit noch. Genau, alle Angriffskraft auf 5, das nehme ich mit. Und dann tue ich hier halt das Tarngel rein, würde ich sagen. Ja. Ich meine, Tarngel ist auch so mal gut, klar. Aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, liebe Leute, der Part endet doch gleich. Was ist denn das? Aber das habe ich noch nicht. Oder wie? Ich glaube, das fehlt mir noch. Ist es hier? Ah, hier komme ich wieder raus. Alles klar. Das sieht mir gerade irgendwie nach einem Kampf aus hier. Oder auch nicht. I need Bombette. Let's go, Bombette. Spreng. Ah, das war das Secret, ne? Was wir da hatten. Ja, das war das Secret. Da wurde uns ja gesagt, oh, es gibt Illusionen irgendwie und wir sollen den Wänden nicht vertrauen. Das hatte uns der Typ irgendwie gesagt, aber ich bin jetzt einfach
aus Prinzip durchgelaufen. Endlich, Mario. Ich bin froh, dass du diesen Ort gefunden hast. Ich habe schon auf dich gewartet. Findest du es eigenartig, dass ich von dir weiß? Mein Name ist Madame Merla. Ich bin ein Botschafter der Sterne. Merlon und Merle kennst du ja. Nun, ich bin ihr Vorfahre. Die Sterne haben mir in meinen Träumen von dir erzählt. Sie sagten, du würdest zum Schrein am Bipperberg eilen. Von hier aus bewache ich den Weg zum Kristallpalast. Wir haben keine Zeit zu verlieren, also hör gut zu. Du weißt es vielleicht nicht, aber Bowsers Horden sind in den Kristallpalast eingedrungen. Den Ort, wo den Sternen gehuldigt wird. Was ich dir jetzt zu sagen habe, ist sehr wichtig. Hör jedes Wort, das ich dir sage. Ich kann dir nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich werde mich kurz fassen. Also gib auf die wichtigsten Punkte acht. Die Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Damals war ich noch eine junge Frau. Eines Tages geschah in den Bergen etwas Schreckliches. Ich rannte sofort hin und... Aber es war eigentlich... Oh, dieser Anblick, ich war und es war so... Es war kein anderer, also dann und ich... Schießen, schniesen, schnasen, Osterhasen. Komplett ignoriert. Und die Blase wird immer größer. Und daher musstest du Bowsers Leute aus dem Kristallpalast vertreiben. Aber... Hey du, hast du meiner Erzählung überhaupt zugehört? Butsch. Naja, also gut. Wie ich schon sagte, brauchst du den Sternstein, um zum Palast zu gelangen. Hiermit überreiche ich ihn dir. Der ist aber tiefgefroren, achso. Mit Hilfe dieses Steins kannst du den Weg zum Kristallpalast öffnen und nun beeil dich. Bist du sicher, dass du die Kurzfassung meiner Geschichte verstanden hast? Die ganz epische Tragweite dieser fabulösen Story kannst du erst erfassen, wenn du die Vollversion hörst. Okay. Vielleicht werde ich sie dir eines Tages erzählen. Bis dahin, viel Glück. Die Vollversion. Sie müssen erst die Vollversion kaufen. Alles klar. Vielen Dank, Leute. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Dann geht's weiter und dann gehen wir zum Kristallpalast. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.